Moin moin und willkommen zurück bei Valheim. Ich bin immer noch voll in Baumotivation. Das ist gut, dieselbe Aufnahmesession. Ich wüsste nicht, warum Aufnahmemotivation auf einmal verschwunden hätte sein sollen. Aber wir machen weiter. Natürlich müssen wir von da mit den Portalen, wir müssen da noch einiges optimieren an dem ganzen Kram, was wir da gerade machen. Ich bin gerade sogar am Überlegen, ob wir den Felsen oben hin abrasieren. Dass wir oben eine gerade Fläche haben. Und nicht diesen Felsen da dran. Aber man könnte auch das Haus einfach in einer so großen Dimension bauen, dass der Felsen mittendrin ist. Das wäre auch noch eine interessante Idee. Dafür würde ich aber gerne mal gucken, ob es möglich ist, da quasi einen Flur durchzugraben. Oh, Moment. Moment mal. Na! 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 Ich gehe kurz nach Hause. Oh, diese Mistviecher! Das ist so geil! Oh, so. Ja. Ich könnte mal einen von den sehr gesunden Met nochmal trinken, oder? Der macht es auch richtig gut. Bist du sehr gesund, ne? Oh. Kann ich nicht. Ich dachte, gesund und sehr gesund kann ich vielleicht stapeln, aber die Antwort ist wohl nein. Kann ich meinen Bauheim eigentlich aufwerten, wenn man schon mal hier ist? Nö. Schade. Ah, die Hacke! Hatte mehr Haltbarkeit. Komm, machen wir eine Superhacke. Warum nicht? Aufwerten. Hacke. Wunderbar. Gutes Gespräch. So, wir sind wieder geheilt. Wir können wieder mit den kleinen Moskitos spielen gehen. Bin mir nicht sicher. Bis jetzt haben die meine Konstruktion noch nicht angegriffen. Das finde ich ganz gut. Na, ihr? Einer weg. Oh, beide weg. Wunderbar. Das ist so ziemlich die größte Gefahr während der Bauphase. Abstürzen. Oh. So, jetzt würde ich mal schauen, ob ich hier einen Tunnel reinkriege. Fürchte keinen hübschen. Nee. Das ist... Nee. Nicht hübsch. Ja, da unten ist ein Goblin, der kommt hier nicht hoch. Süß. Aber ich könnte mal gucken, ob wir da den Weg hochbauen können, oder?
Ich will überlegen, ob wir den hier oben drauf dann hier flach machen, um da vielleicht unsere Schmelzöfen drauf zu packen. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir ihn hier oben abgesägt kriegen. Das würde ich mal ausprobieren. Gleich bricht die Treppe unter mir weg. Und sie hat es auch noch wirklich getan. Oh nö. Oh, der hat auch einen Stern. Ich hatte das als Scherz gesagt, mit der Treppe bricht weg, aber gut. Statiker werden wohl nicht mehr. Hey! Oh. Mal, ob das gleiche nochmal passiert. Jo. Also, das Ding oben abzurasieren mag eine gute Idee sein, ist aber von der Umsetzung her gerade nicht so gut meinerseits. Ja, das Gute ist ja jetzt natürlich, unsere Sachen liegen relativ nah an einer quasi sicheren Zone. Entsprechend kommen wir da auch gut hin. Ich warte mal kurz, bis der Buff da ist. Danke. Jetzt essen wir was. Eine Marmelade. Die beiden Sachen. Und hauen ab Richtung Schiff. Also langsam kriege ich noch eine Idee, wie ich das optisch haben möchte. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Muss natürlich nur meine Sachen kommen. Und nicht mehr so oft abstürzen, das wäre auch noch hilfreich. Er hat da ein Loch reingehauen, deswegen. Und was für eins. Das am schlausten. Er haut mir da die Löcher rein. Das finde ich nicht so gut. Zum Beispiel, dass er das da jetzt hier reingehauen hat. Das ist richtig doof. Ah, läuft semi gut.
So, versuchen wir es mal von der Höhe. Alter, was der da für Löcher reinhaut. Unglaublich. Ich versuche das trotzdem, den hier abzurasieren. Oh. Gefährlich, gefährlich. Ich glaube, ich rasiere den jetzt auf der Höhe hier ab, wo ich dachte, dass wir das Haus hinsetzen. Vielleicht müssen wir das Haus doch etwas tiefer machen. Ei. Ja, ich erkenne logistische Probleme beim Bau. So wie ich mir das vorgenommen habe. Ah, weil man den verdammten Spiel einfach nicht gerade abbauen kann. Ah. Okay, ich dachte gerade schon wieder, dass das gleich schon wieder mein Tod ist. Wieder viel zu tief. Viel zu große Löcher. Das wird für mich eine richtige, schöne Drecksarbeit werden, das irgendwie auszugleichen mit irgendetwas. Falls ich es überhaupt hinkriege. So, machen wir hier mal weiter. Das Gute ist, die Statik des Steins ist gefährdet. Ah, es ist natürlich jetzt auch ein richtig geiler Innenraum, oder? Oh, dadurch, dass wir da jetzt so eine riesige Höhle drin haben, bringt mich das natürlich wieder auf andere Ideen. Nein, nein, nein. Sei stark. Mann, nicht jeden Mist mit, auf die du kommst. So. Oh, die Statik dürfte aber eigentlich gleich mal... aufgeben, oder? Hoch mit der Leiter, nehmen die wieder zur Hand und gleich dürfte hier einiges einstürzen.
Immer noch nicht. Ach, ist okay. Witzig. Die Verbindungen zum Boden loswerden. Allesamt. Oh, du hast hier noch einen kleinen Fleck. Den machen wir auch weg. Wahrscheinlich stürzt gleich ab, oder? Ah, wir gucken. Oh, tatsächlich nicht. Bin begeistert. Jetzt aber. So. Das hier ist das Letzte, was verbindet. Gut. Weg damit. Wow. Moment. Ich werde wohl noch ein paar Steine rauskriegen. So. So. Wir haben's. Und eigentlich müsste ich jetzt mal gucken, ob ich mit dem Steinmetz hier oben gleich noch Steine draufsetzen kann. Ich hoffe. Wenn nicht, ist mein gesamter Plan natürlich auch nicht mehr so geil. Aber dann wissen wir es. Oh. So. Ich werde den Typen da unten umbringen. Diese dauerhafte Gelache da geht mir noch ein bisschen auf die Nerven, ne? Hi! Na? Komm! Oh, jetzt haben wir uns gegenseitig erwischt, das ist okay. Unangenehm? Ah ja, ist okay. So. Trägst zu viel. Echt jetzt? Mücke? Blöde Mücke. Wir gehen schlafen. Das sieht absolut... Oh. Momentan sieht das noch richtig katastrophal aus, was wir da haben. Der ganze Plan wäre natürlich, es wäre jetzt für mich noch vom Vorteil, wenn ich wirklich mit Hilfe des Steinmetzes oben noch Steinelemente draufsetzen kann auf den Felsen. Mit Pech kann ich den aber auch nur auf den Boden packen und dann ist mein Plan, den ich im Kopf hatte, auch schon wieder hinfällig. Das wäre so. Du stehst am Bug. Am Bug eines wellengleitenden Schiffes vor dir, die Salz gischt und über dir das freudige Geschrei der Möwen. Bug. Hm.
Ja. Wir gucken mal. Wir nehmen diesen Steinmetz jetzt mit und packen ihn dahin. Und wenn ich dann da oben Felsen draufpacken kann zum Ausgleichen, wäre es richtig gut. So, Steinmetz. Nicht Steinwand. Ah, doch, doch, oder? Steinböden? Ich kann die hier dran setzen. Das gefällt mir. Schön. Ja gut, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut das ist. Aber ich finde es gut, dass es geht. Achso, Steine fehlen. Moment. Weil man kann höchstens einen Abstand haben. Okay, okay. Nice. Den hätte ich gern weg. Oh. Ach, Steine fehlen. Moment. Ich bin hier gerade am Ideen erstellen, während wir bauen. Man merkt vielleicht, dass ich noch nicht so richtig großes Konzept habe. Moment, Leiter.
Aber der muss weg. Hier, das kann ich auch weg. So. So. Boden. Die Richtung müsste ich gerne noch dran. So. Den Felsen lassen wir da. Tausch aber das da gegen Stein aus. Ah! Ich krieg die Löcher nicht so gut dicht. Okay, der. Das Loch hätte ich gern noch dicht. Und zwar richtig. Ja. Moment. Ich glaube, da war es. Ich glaube, auf dem Weg schaffen wir es. Richtig gut. Warte mal, ich muss mal kurz. Es regnet hier ein bisschen viel. Nur mal das Nötigste hier. Ausdauer. Bei der Reihe Böden bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die bleibt, aber das können wir ruhig belassen. Nice. Ich glaube, ich würde den Boden hier sogar, den Steinboden sogar noch um eine Reihe verlängern, gebe ich zu. Du kannst auf jeden Fall weg. Also ich würde ein bisschen was von diesen Felsen hier oben tatsächlich auch weiter rausstarren lassen. Ich finde, das sieht gut aus. So, was haben wir hier für Größe? 1, 2, 3, 4, 5 mal. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind gerade bei einem Quadrat. Lassen wir ein Quadrat oder gehen wir auf ein Rechteck? Also wie gesagt, die Ecke hier würde ich gerne auf jeden Fall machen. Ist ja nur die Frage, ob wir das Ding dann in die Richtung auch nochmal verlängern. Ja, komm, wir machen 6x6 draus. Für den Steinboden. So. Wir haben noch ein paar Steine hier. Oh. Oh, mein Essen. Das sollte ich hier schön im Blick behalten. In den Ebenen ist halt schon unangenehm, wenn ich auf einmal ohne Essen dastehe. Und eine Mücke kommt.
Oh, oh. Steine schon wieder alle? Ich fass es nicht. Es ist ja übel. Loch hier muss ich auf jeden Fall stopfen. Das ist nämlich ziemlich hässlich und unpraktisch. So. Oh. Mir fehlt Stein. Ach, guck mal, was wir hier oben für eine schöne Fläche haben. Ich sag, ein bisschen Stein lassen wir auf jeden Fall da. 1, 2, 3, 4, 5. Fehlt. Mal 1, 2, 3, 4, 5. Ja, in die Richtung muss ja noch einer dran. Habe ich dort allerdings auch schon angezeichnet. Machen wir den hier mal weg. War nicht so gut für die Statik, ist okay. Oh. Ich befürchte, dass wir da jetzt ein bisschen Pech gehabt haben. Ich krieg's nicht komplett mit Stein hier fertig. Fällt gerade ein, dass das mit den Steinen ja mal so ein bisschen blöd war. Also letztendlich haben wir jetzt immer noch nicht ansatzweise sowas wie ein Haus gebaut, sondern einfach nur eine Fläche da oben, wo ich irgendwann mal die Schmelzöfen draufstellen will. Top! Finde ich ein bisschen schade. So, naja. Man muss ja halt relativ viel rumexperimentieren. Ich habe noch nie auf so einem Felsen gebaut. So, wie wollen wir es mit Platz machen ein bisschen? So, jetzt habe ich 2 Stacks Steine dabei. Ich hoffe mal, dass wir jetzt da oben die Fläche fertig kriegen. Wie gesagt, das hätte ich sollte da die Spelzen drauf auf die Fläche oben. Das ist ja auch noch die obere Etage. Das ist ja nicht mal Wohnraum. Naja. Ich müsste den verlängern ein bisschen, das wäre gut. Wenn ich das hinkriege. Naja. Ich stand nur im Weg. Aha! Oh, das dürfte jetzt gehen, ne? Ja.
Ich glaube, das wird nichts mit der Ecke mehr. Schade. Dann lassen wir das so. Hier würde ich aber tatsächlich gerne versuchen, diese Ecke noch gegen Stein zu tauschen. Ist ja nur die Frage, wie wir das anstellen. Das geht wieder nicht hier mit der Wand dran. Überraschung, Überraschung. Geht? Schräg dran? Na, das ist ja geil. Jetzt kriege ich da nichts unten drunter. Aber ich könnte die... Oder? Ich könnte die Bodenhöhe darauf anpassen. Ja, gut. Jetzt will ich nochmal gucken. Schräg. Ah, ich glaube, wir müssen das nicht an allen Seiten machen. So. Cool. Also haben wir unsere... Oh mein Gott, die Zeit. Oh. Oh. Jetzt will ich das Ganze natürlich hier unten noch dicht kriegen. Optisch. Jetzt hier. Okay. Und hier. Das könnte klappen. Ah, geil. Es hat geklappt. So, herzlichen Glückwunsch. Wir haben eine Steinfläche auf einem Felsen. Woo! Muss ich hier auch mal bei Kleinigkeiten freuen, ne? Dann packe ich mal dich einfach mal oben drauf. Werkbank hier verschwinden aus der Optik. Hm. Moment mal. Ging nicht genau. Das ging.
Merkwürdig. Das zählt also nicht. Diese Kleine nicht vielleicht nehmen können, obwohl. Boah, ey, das ist tricky hier. Ne, er snappt nicht im perfekten 45-Grad-Winkel dafür. Schade. Das sieht doof aus. Also letztendlich habe ich jetzt hier natürlich jetzt ein bisschen logistische Probleme. Damit das einfach mal gut aussieht, brauche ich irgendwie ein bisschen mehr Glück beim Snappen. Damit kann ich, glaube ich, leben. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ding hier finde. Dass da oben so ein bisschen Stein über dem Kopf hängt, aber das ist halb so schlimm, glaube ich. Oh, nehmen wir die Steine hier nochmal mit und machen Feierabend für heute. Ist eine interessante Konstruktion geworden, das muss ich auf jeden Fall sagen. Wir werden den gesamten Boden hier an dieser Mauer unten ausrichten, vom Haus. Das heißt, wir werden eigentlich alles abreißen müssen, um das neu da dran zu setzen. Oder was natürlich auch ginge, wäre, glaube ich. Nee, geht nicht, weil die dann in der Luft hängen würden. Das heißt, wir werden dann den Boden so da dran neu machen. Aber nicht mehr heute. Ich bin zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr auch irgendwelche Ideen habt oder so wegen diesem Hausbau, haut super gerne mal was mit in die Kommentare. Ich bin da ja, für mich ist das jetzt hier gerade doch noch recht Neuland. Das ist ja mal so eine ganz spontane Form von Kreativität, will ich sagen. Und dann schauen wir mal. Komm, die Mücken haben einfach keinen Bock auf mich hier oben, oder? Das ist witzig. Beziehungsweise, warte, kann ich hier oben Erde aufschütten? Okay, warte mal, das will ich nochmal kurz testen. Der Wille war da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.